Leute, ihr seid so, so schön. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu schön seid, denn schöne Menschen werden seltener angesprochen. Das hat eine Studie ergeben. Forscherinnen der Harvard-Universität May Callums, Cardiel und Wang haben herausgefunden, dass schöne Menschen seltener angesprochen werden. Unter uns gesagt, das Forschungsergebnis ist, in Österreich sagt man, ein No-Na-Ergebnis, also ein Ja-eh-klar-wussten-wir-ohnehin-schon-Ergebnis. Stell dir vor, du bist in einer Kneipe und da kommt eine Frau rein, die ist unglaublich schön. Oder ein Mann, der unglaublich toll aussieht. Jetzt ist es doch so, wir haben Hemmungen, die anzusprechen. Wir reden über diese schönen Menschen, aber direkt ansprechen tun wir seltener. Aber wir müssen einen Schritt zurückgehen. Ja, warum macht sich der Mensch so schön? Also das Thema Schönheit ist natürlich schon ein wichtiges. Das zählt meist, sage ich gleich dazu, aufs eigene Geschlecht ab. Das heißt, Frauen, man sagt vermeintlich, man macht sich für andere Männer schön, aber eigentlich macht man sich schön, um im Kampf unter den Frauen mithalten zu können. Deswegen, Frauen, ist euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr mit Freundinnen ein Night Out habt, also einen Mädelsabend habt, dann tut ihr euch oft mehr an, als wenn ihr mit einem Mann, vor allem wenn es der eigene ist, ausgeht. Und Männer, ganz das Gleiche, das Sixpack, die tolle Frisur, die tolle Figur, die zielt oft aufs eigene Geschlecht ab, nämlich um innerhalb der eigenen Peer Group bestehen zu können. Jetzt ist es so, dass wir da wahnsinnig viel investieren. Jetzt werden aber, wie man eben herausgefunden hat, die Menschen seltener angesprochen. Ja, aber man hat sich ja schön gemacht, um angesprochen zu werden. Jetzt fängt natürlich das Rad dann an. Jetzt merken die Menschen alle seinen total netten Gesprächen, aber man selber steht elegant an der Bar, aber wird nicht angesprochen. Naja, was machen die Menschen? Sie gehen nach Hause und machen sich noch schöner, weil sie glauben, dann werde ich endlich angesprochen. Und deswegen ist das Forschungsergebnis natürlich ein Ergebnis, wo man sagt, ja, eh logisch, dass es zu dem Ergebnis kommt, aber was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass dieser vermeintliche Schönheitsdrang einen sehr enden wollenden Erfolg hat. Das heißt, natürlich ist ein gewisses gepflegtes Auftreten, natürlich ist ein gewisses Achten auf das Äußere enorm wichtig, um in der Gesellschaft Akzeptanz zu finden. Deswegen all jenen, die sagen, mir völlig egal, wie ich nach außen gehe, es zählt nur das Innere, die inneren Werte, die sprechen nur eine sehr, sehr kleine Zielgruppe an. Das muss man einfach sagen. Insgesamt übertreiben wir es manchmal. Vielleicht sogar nicht nur manchmal, sondern ziemlich oft, weil wir glauben, das muss genau passen und passt der Knopf da, Knopf auf oder Knopf zu, welche Ohrringe soll ich verwenden, soll ich das Hemd reinstecken oder soll ich es heraushängen lassen? Ich meine, sei ehrlich, davon hängt überhaupt nicht ab, ob der Abend mit diesen Menschen nett wird oder nicht. Und wenn man dich dann auch fragt, hat der das Hemd drin stecken gehabt oder heraus, und oft weißt du es gar nicht mehr. Es war irrelevant, aber wie viele Gedanken wir da vorher uns überlegen. Und je mehr Zeit wir haben, sage ich gleich, desto mehr Gedanken machen wir uns. Jetzt kommt aber Folgendes, und zwar, jetzt gehst du da raus, hast dir wahnsinnig viel überlegt, die neue Kleidung, die neuen Schuhe, vielleicht hast du genau überlegt, welche Socken zu den Schuhen und welchen Gürtel ziehe ich zum Kleid an und so weiter. Das hast du genau überlegt und dann weißt du genau, wie musst du stehen, weil vor dem Spiegel hast du probiert, dass die Haltung genau ideal ist, dass man keinen Bauch sieht, so wie ich jetzt mache. Ja, jetzt passe ich genau auf. dass es genau ideal ist. Und weißt du, was die Gefahr ist? Je mehr du darauf achtest, desto mehr geht das in deine Haltung über. Weißt du, das sind dann die Menschen, die so mit dir reden, ja, und überall, wo sie einen Spiegel sehen und herumschauen, sofort ein wenig Nachrichten, Männer wie Frauen. Jetzt gebe ich euch nur das Beispiel, stellt euch vor, diesen Mann vor, der reinkommt, aber weiß, dass er gut ausschaut. Der so richtig dieses Gefühl vermittelt, so, das erkennt man oft, wenn der Blick selber sehr oft an sich runtergeht, merkt ihr das, so klein ein wenig nach unten geht, um zu kontrollieren und dann wirklich noch einmal den Sitz des Sakkos und der Hose kontrolliert und beim Gehen immer darauf achtet, dass alles elegant ist. Weißt du, was viele Frauen sagen werden? Der wirkt ein bisschen selbstverliebt. Und das ist genau, was transportiert wird. Es wird damit nicht Schönheit transportiert, sondern das körpersprachliche Versprechen heißt, er ist sich selber wichtiger als die Kommunikation mit anderen.
Und Frauen, das gilt genauso für euch. Wenn du rausgehst und nur darauf achtest, dass immer total ideal angezogen bist und keine Selbstverständlichkeit hast in deiner Eleganz, dann signalisierst du nämlich nicht unbedingt Schönheit, sondern du signalisierst ein Versprechen, dir ist dein Auftritt wichtiger als die Kommunikation mit anderen Menschen. Und deswegen sage ich euch, in die Schönheit eines Menschen haben wir uns noch nie verliebt. Wir haben uns, ein schöner Mensch ist ein Hingucker, haben wir ganz am Anfang gesagt. Über den wird gesprochen, der ist natürlich ein totaler Fokuspunkt in dem Lokal, in der Location. Absolut, da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber ein Hingucker macht einen Menschen noch nicht als attraktiven Kommunikationspartner, ja geschweige denn als Lebenspartner. Weißt, wir verlieben uns ins Temperament. Hey, nichts dagegen, wenn sich jemand elegant anzieht, wenn jemand Freude hat, Kleidung auszuprobieren, wenn jemand Freude hat, mit dem Make-up und mit der Frisur zu spielen. Nichts dagegen. Aber in dem Moment, wo man auf andere Menschen trifft, muss das völlig egal sein. Und ob die Strähne ins Haar fällt oder ob das Hemd halb heraus oder halb drin ist, das muss in dem lustigen, in dem netten Abend einfach Nebensache sein. Das heißt, mein Tipp ist, achte auf dein Äußeres, aber erkenne immer, dass die anderen weit weniger deine Details in der Kleidung wahrnehmen als dein Temperament, als in welchem Rhythmus du mit ihnen sprichst. Beispielsweise, wenn der andere nie zu Wort kommt, nur der eine redet, ist es viel unangenehmer, als ob das Hemd drin oder draußen ist. Wenn der andere so zögerlich antwortet, dass man fast jedes Wort aus der Nase ziehen muss, ist es weit entscheidender, als ob die Frisur ideal ist oder nicht. Also Leute, Schönheit nur in dem Sinn, dass es gepflegt ist und dass man merkt, das ist ein Mensch, der gibt Acht auf sich. Aber mehr ist ein Hindernis in der Kommunikation. Jetzt hätte ich gern gewusst, wie geht ihr mit eurer Schönheit um? Und die zweite Frage, die mich interessiert, ist, wie seht ihr Menschen, die wahnsinnig schön sind und vielleicht in ein Lokal kommen? Habt ihr manchmal Hemmungen, die anzusprechen? Schaut ihr die nur an? Tauscht ihr euch mit anderen über die aus, positiv oder negativ? Oder ist euch das völlig egal? Das würde mich jetzt interessieren. Und was? Teil das genau mit den Menschen, wo du genau weißt, die achten ein wenig zu viel auf ihre Schönheit.